Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Metopia. Ja, dem einzig wahren Spiel. Jo, beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen durch die Wüste geprügelt. Gesichter wurden gestohlen. Ein Geist wurde gequält. Ich wollte ihn halt unbedingt in die Lampe sperren. Und ich habe wieder jeden Tag natürlich täglich meine Tickets abgeholt. Drei Ausflugstickets und ein paar Spielhallentickets. Ja, welche Ausflüge hier sind, könnt ihr ja sehen. Und jeder will nix. Das ist prima. So, der Avatar, der verzieht sich jetzt. Dann kann ich mich nämlich aufs Spiel konzentrieren. So. Ich hoffe, dass alle richtig gut gelaunt sind und Bock auf Miitopia haben, weil ich habe es. So, ich habe so viele Spielscheine, die müssen wir noch ausnutzen. Ein Brotteller gibt's heute zu gewinnen. Oder Komforttickets. Komm, Brotteller. Die Frage ist, wie viel ist der wert? Exo wird zum Brot. Schade, ich habe ihn extra vorher cool gemacht. So, was haben wir denn zur Auswahl? Normalen Toast, hier irgendwelchen Gammeltoast. Schimmeltoast. Ein gebackenes Brot und ein verbranntes. Wir geben ihm das Verbrannte. Der verbrannte Exo. Und jetzt will ich mal kurz gucken, wie viel das wert ist. So, wie viel bist du wert? 1100. Ich spiele ein paar Mal. So, wir haben jetzt, glaube ich, erstmal genügend Geld. Also, wenn 5800 nicht für die Rüstung reichen, dann weiß ich auch nicht, was hier falsch läuft. So, Gold ausgeben. Achso, die wollten doch alle was. Ich habe nur was falsch angeklickt. So, Sunny will immer noch sein Kleidchen hier, sein Spitzenkostüm. Ist natürlich gekauft. Ich sag nichts dazu. Trag ruhig dein Kleidchen, Sunny. Trag es ruhig. So, unser Professor will natürlich eine Flasche voller Gift. Er muss die Ratten in seinem Labor abtöten. Und es geht halt nur so. Ich habe die extra vorher alle nochmal cool gemacht, ne? Und jetzt. Jetzt kommen hier wieder diese ganzen Billo-Kostüme. So, und meins geht mir natürlich im Blau, ne? Jetzt müssen wir noch diese drei Tickets ausgeben, die wir hier haben. Den Angelausflug, den Park und den Pferdausflug. Wer hat denn die schlechteste Beziehung zum Pferd? Eigentlich keiner von denen. Meine steigert sich eh. Komm, Sunny. Lass mal eben kurz mit dem Pferdchen auf Reisen gehen. Ist Sunny schon aus dem Chat wieder verschwunden? Der hat mich gerade noch angeschrieben. Na gut, ich habe ihn angeschrieben. Aber er hat mir gesagt, er wäre drin. Na, was habt ihr da am Strand für Spaß? Oh, Epona gräbt. Was gräbst du aus? Was haben wir denn da? Was hast du da? Es hat gegräbt! Eine HP-Banane, willst du die wirklich essen? Danke! Ich weiß nicht, ob du die essen willst. Aber wenigstens hast du dich mit dem Pferd besser angefreundet. Und nochmal zwei HP-Bananen. Eine ausgegraben und zwei andere irgendwo auf dem Wegesrand noch gefunden. So, Angelausflug. Exo hat mit allem Probleme irgendwie. Aber gleich haben wir alle auf 10. Bin voll auf zufrieden. Worum geht's hier gerade? Ja, Exo, frag dich das mal. Oh, es hat was angebissen. Zur Abwechslung. Ich habe tatsächlich einen Fisch gefangen. Es war ein Lachs. Ein echter Kavanzmann.
Ja! Ich habe unser Abendessen gefangen. Jetzt können wir uns gegenseitig opfern. Oh Gott, eigentlich will ich nicht, dass der Priester sich opfert. So, und Ex, mit wem hast du noch? Mit Sunny darfst du auch noch einmal. Ihr beide dürft in den Park. Mal gucken, was für einen Spaß ihr habt. Hey, lass mich doch auch mal rudern. Also gut, rudern wir zusammen. Ach ja, das Event schon wieder, wo die halt komplett eskalieren. Das kennen wir aber schon. So, jetzt können sich alle gegenseitig opfern. Das ist doch genau das, was ich haben will. Eigentlich überhaupt nicht. So. Mit wem will ich jetzt die Ultra-Freundschaft? Hatte darf sich ruhig mit Exo noch mal ein bisschen anfreunden und Sunny darf noch mal zu mir. Und dann würde ich sagen, beginnen wir endlich unser Abenteuer für heute. Sie sind alle Level 10. Ich denke mal, dass dieses Gebiet auch fast abgeschlossen ist. Also, ja, beim letzten Mal haben wir halt Wärmer gerettet und hier unten haben wir jetzt alles fertig. Es ist halt nur noch die Pyramide da und ich denke mal, das ist auch das letzte Teil von dem Ort hier. Ich würde mal sagen, jetzt holen wir uns auch mal endlich die Kisten hier ab, bevor wir zum der Pyramide gehen. Wird nämlich auch mal langsam an der Zeit. So, eine kleine Kiste mit einer Falle drin. Nein! Aber das sind nur Jadefalter. Oh Gott, zwei, die gelobt waren, haben sich gerade gegenseitig unterstützt. Das konnte ja nur eskalieren. Und weiter Honig. Eine Kiste mit einem Urkittel. Für Padde. Der kriegt das natürlich in Rot. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe ich ihnen ursprünglich geben wollte. Ich glaube Rot. Immer. Aber irgendwann habe ich das verpennt. Nee, bei Exo wollte ich eigentlich bevorzugt Rot. 650 Leute gerettet. Ja, HP schreie besser. Ich kann den 20 AP mehr heilen. Mittlerweile ist der Heiler eigentlich vollkommen unnötig. So, Padde wird direkt einen Minimalistenkitzel. Ist schön, dass du direkt ein Upgrade willst. Wo ich dir gerade eins verdient habe. Nee, bei Padde bleibe ich mal über Schwarz. Ich weiß, dass mir die anderen, die hier auch noch wahrscheinlich vorkommen. Also es kommen ja so, höchstwahrscheinlich noch drei Partymitglieder. Mir gesagt haben, welche Farbe sie wollen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Also ich weiß auf jeden Fall, welche Sven kriegen wird. Ein Lumpenteller. Versuchen wir es einmal. Eine fürstliche Portion Erfahrung. Geben wir mir. Ich brauche mal einen Multiangriff. Ich bin kurz davor eigentlich gewillt, mich einfach zu dem Pferd zu setzen, weil ich glaube, die Freundschaftsstufen werden hier nicht mehr viel großartig steigen. So, jetzt holen wir uns die Kiste hier noch. Ich hab Hunger, halt durch. Exo, du kannst zur Not doch einfach dein Kostümchen futtern. Das Macho-Kostüm, das sieht auch richtig nice aus. Das Gasthaus war ja instant da. Okay. Okay, Exo will den Weltraumstab. Und ich will Herzchen klauen. Ich kann mir beides nicht leisten. Ich werde es mir so oder so nicht leisten können. Jetzt können wir dahin. Aber erstmal will ich Wärme ihr Gesicht zurückgeben. Eventuell kriege ich dann endlich eine Belohnung von der, weil ich ihr Gold gerettet habe. Ich weiß, dass die anderen alle in der Pyramide sind. Jetzt kann sie wieder Fälle für Scooby-Doo lösen. Ja, das Gesicht ist zurück. Okay, ein Juwel von nebenan D. Ihr gibt Juwelen, das war nämlich Nummer D, A bis C fehlen offenbar. Und ich habe Gold erhalten, danke. Ich tippe mal darauf, dass ich jetzt erstmal jedes Gesicht retten muss, bevor ich zum Endboss kann.
Und ich tippe mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit darauf, dass der Lampengeist der Endboss ist. Oh, da oben ist Ben. Okay. Aber erstmal dürfen wir uns mit zwei Golems prügeln. Zwei guten Golems. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich verprüge zwei gute Golems. Mit kratzenden Krallen. Miau. Neue Technik. Strafendes Licht. Endlich setzt er die mal ein. Und es passiert nichts. Der Versuch zählt, Exo. Mann, als Honey hört auch auf, mir immer in den Boot zu pieksen. Ihm wurden. Da wird er hier einfach mehrfach ins Gesicht geboxt. Ich hehe dich mal. Und gib auch mal allen MP. So, dann wurden die Streuer wenigstens mal genutzt. Ich setz mal eine Krallen. So, Exos haut nochmal drauf. Ein Golem ist weg. Und wurde gelobt. Und Zangangriff mit Sunny. Das hat vernichtet. Also die guten Golems, die konnten nur boxen. Da oben ist halt wirklich Ben. Die Riesenpyramide. Die sieht richtig cool aus. Vor allen Dingen mit diesen leuchtenden Schienen, die dann nach oben gehen. Erster Beistand. Aufsatin 2. Ich reite zusammen mit Honey. Die anderen dürfen hinten bleiben. Das ist also die Riesenpyramide. Der dunkle Fürst Sol auch hier ist? Gut möglich. Monster mit den Gesichtern von Stadtbewohnern gibt es hier sicher auch. Jetzt wird's spannend. Okay. Egal, volle Kraft voraus. Nichts kann uns aufhalten. Du hast recht. Und diesmal habe ich mir nichts gezerrt. Oh. Wir sind jetzt zusammen vom Pferd gefallen. Eine Mumie und zwei Blaukobras. Neue Gegner. Mal endlich. Ich schlag mal auf die Mumie. Mit Hilfe von zwei Leuten. Die Mumie ist wahrscheinlich tot. Ja, die kam nicht mehr dazu, ihren Aktion zu machen. Toll. Der neue Magie-Kobold, offenbar. So, die fiese Formel, die ist richtig toll. Sunny piekst mir halt immer in den Po. Wie auch im echten Leben. Wenn er kann, dann tritt er mich. Deswegen habe ich auch immer so blaue Flecke überall und zeigt mich nicht. Einfach um die Schläge von Sunny zu verbergen. Hot Hü kann ich einsetzen. Das verbraucht aber all meine MP. Hot Hü auf die Blaukobra. Miau. Erster Beistand. Hat's mit Hot Hü. Miau, miau. Attacke. Oh Gott. Okay. Ich kann all meine MP opfern und dafür den Gegner wegrecken. Okay. Hotte Hü ist heftig. Aber ich hätte gern gesehen, was die Boom hier kann. Vor allen Dingen so Mumienfleisch, das schmeckt doch nicht. Welchen Hebel betätigst du, Padde? Den linken oder den rechten? Ich würde sagen, den rechten. Da kam Fels runter. Hat es im letzten Moment ausgewichen. Das war ein Herzinfarkt. Eine Kiste. Ja, mit einem Spielschein. Und die Nähe ist gewachsen. Jetzt können die sich auch gegenseitig opfern. Schmusemanke wurde gelernt. So. Padde will auch... Ach, Padde. Exos für seinen Macho-Taler. Wir sind schon bei der Macho-Rüstung. Bei den anderen war er auch beim Macho erstmal Feierabend. Dann wurden sie entführt.
So, und auch Paddel will endlich seinen Macho-Kittel. Wir sind gleich alle die Macho-Gang. Jetzt fehlt nur noch mir mein Macho-Zeug. Oh, ich habe ihnen die falsche Farbe gegeben. Wir geben sie ihnen natürlich im Rot. Hallo? Das war nur ein Fehler meinerseits. Was haben wir denn alles zu futtern? Außer der Mumie. HP und Magie. Sunny, magst du altes Mumienfleisch? Es schmeckt. Schmeckt das Paddel? Auch nur so semi-optimal. Golem-Steaks habt ihr beide noch nicht probiert. Also dürft ihr. Hochzufrieden, okay. Und die Cobra-Nuggets. Das hebt den Angriff. Mir schmeckt das. Das schmeckt Sunny am meisten, aber der ist schon satt. So, alle sind voll gefuttert. Weiter geht's. Ich finde es interessant, dass Ben hier drin ist. Ich lag richtig, dass das ein wichtiger Charakter ist. Gut, dass ich ihm Ben zugeteilt habe. Ben ist mein Forscher. Bestimmt gibt es noch einen Aufsatz, wo alle mit drauf sind. Und dann geht das richtig schnell. Oh. Exos und Sunny haben einen Streit. Sei ja vorsichtig. Hey, sei du doch vorsichtig. Epona? Epona schmust mit den beiden. Oh. Oh, Epona. Tut mir leid. Epona ist der beste Streitschlichter. Oh, das erste Gesicht. Du warst Miley Cyrus und... nee, nicht Miley Cyrus. Miku. Wie komme ich auf Miley? War eine Tänzerin, ne? Häng beides mit M an. Miku! Ein schönes Bild. Niemand im Ernst, wie komme ich auf Miley Cyrus? Egal. Machen wir erstmal die Hieroglyphen platt, oder? Ich werde jetzt erstmal meine Krallen. Zack. Miku. Die Hieroglyphen sind nicht besonders stark. Also ich bin ja letztens die Mies nochmal durchgegangen, die es alles so gibt. Wahrscheinlich war sie da irgendwo drunter. Und deswegen kam ich da drauf. Sunny, immer pestest du alle. So. Wie viel Leben hat es? Sehr viel. Ich schlag drauf. Wow, das ist echte Kunst. Ich bin vom Miku fasziniert. Und sie schlägt mir ins Gesicht. Das war wahre Kunst. Ich musste das eben kurz angucken. Es tut mir leid, Leute. Du musst doch Verständnis zeigen. Ich bin einfach so lässig. Und er macht sein süßes Geflüster. Oh. So, jetzt kann ich wieder all meine MP opfern und Miku einfach wegrecken, ne? Nee, ich brauche dafür maximale MP. Ja, komm, wenn ich schon dabei bin. Dann nutze ich die Streu mal ganz. Dann wundert ihr wenigstens keine Bananen. Hottehü, tschüss, Miku. Und stell dich mal vor, ich hätte jetzt auch noch wetzende Krallen drauf, ne? Zeit, es zu vernichten. Tschüss. Krallen sind ausgefahren. Katzfurie. Oh, ich hab's weggereckt. Mit Witz. Dieses Hottehü ist einfach so heftig. Aber das verbraucht halt das komplette Mana. Das kann man wirklich nur so als Finisher nutzen. Wenn man jetzt so eine Gruppe hat, würde ich jetzt nicht sagen, gegen die einsetzen. 550 Gold und ein kleines Taschengeld. Okay. Und nochmal. 3 Spielscheine. Nice.
Sunnys Nähe mit dem Pferdchen wächst wieder. Die sind jetzt Stufe 10. So. Was will ich denn da tragen? Du kriegst erstmal deinen Stab. Der Weltraumstab wurde gekauft. Jetzt hat er einen Alienkopf. So, und ich kann mir meins nicht leisten. Mir ist langweilig. Das ist der perfekte Zeitpunkt für einen neuen Look. Oh, diesmal vom Pferd. Gleich wieder da. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Tada! Das steht hier, Sunny. Pferdchen ist verwirrt. Ich sag nichts zu der Friese. So. Exos kann danach ruhig zum Pferd, damit er auch hier das mit der Schmusewange kriegt. Hey, hör mal zu, was ist denn? Ich habe neulich etwas über Shining gehört. Ich habe gehört, er versteckt sich immer, weil ich ihn immer verprügelt. Aber dann hat er sich doch nicht versteckt. Was, ist das etwa wirklich wahr? Er scheint so. Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Wie traurig. Danke, dass ihr meine Pein teilt, dass ihr es traurig findet, dass Sunny mich immer verprügelt. Hat er immer meinen Namen gesagt? Ich finde dieses Bild immer richtig gut. Ich könnte hier meinen Catsuit einmal gewinnen, krieg ihn aber nicht. Ich gebe ihn mir, weil dann kann ich ihn verkaufen. Dann kann ich mir eventuell gleich, wenn ich es nochmal gewinne, den Catsuit leisten. Ja, NMP-Bonbon. Einmal noch. Ich krieg den Catsuit so. Natürlich in Blau. Oh Gott. So, wir können jetzt nach links und wir können nach rechts. Ich würde gerne erstmal zu Ben. Einfach gucken, was der will. Auf geht's. Es ist schön, wenn immer einer aufsattelt. Hm? Oh Gott, jetzt träume ich von allen dreien. Was schon alles in der Welt? Alle drei sind zu Statuen geworden in meinem Traum. Oh. Ich habe schon wieder ein Nickerchen gemacht. Mir passiert das aber auch so oft, dass ich einfach mitten drin einschlafe. Wir gehen mal oben lang. Auf zum Gasthaus. Und Padde fällt mir ins Gesicht. Sind wir euch zu schnell? Nee. Ich muss hier ein paar Mal durch. Wer will meinen Schlachthof hören? Keiner. Jetzt darf Sunny einen linken Hebel betätigen. Diesmal den linken, bitte. Oh, eine AP-Banane. Feld, Fratzen und Mumien. Die Felsfratzen finde ich richtig gut. Mietze-Mätzchen bei Sunny, damit ein bisschen Freundschaft steigt. Ich glaube, das war kurz vor Ende, ja. Strafendes Licht! Was zum? Das ist ein Insta-Kill! Ich mag den Priester! Und Sunnys Waffe wurde gefressen. Muss ich die jetzt neu kaufen? Zum Glück geht das Schnauben noch, ne? Und, Pades Flasche wurde gefressen. Keinen Blick woanders hin. Wird gewarnt. Und es hat geholfen. Mann, Sunny. Ich rette mal kurz deine Waffe. Und Pades trägt mit. Alles voller Sabber. Das lief doch super. Exos, du hast den Insta-Kill? Der Priester will OP sein. Und ein Brief. Mit drei Ausflugstickets. Die spare ich mir mal auf, ne? Weil wir haben schon eine extrem hohe Freundschaft. Okay, ihr beide wollt reden.
Hast du alles brav weggefuttert? Da war noch was drin, Ipona. Schäm dich. Soll nur ich will was haben, nämlich die Herzchen klauen. Und die sind natürlich gekauft. Jetzt habe ich die Herzchen klauen, passend zur Rüstung. Ich habe B gedrückt. Shining, Waffe, Herzchen klauen. Der Lumpentaler. Ja komm, einfach damit wir den von der Liste haben. Würde ich ihn kriegen, ne? Aber wir kriegen stattdessen Waldnüsse. Jetzt habe ich den Talar. So, den kriegt Exos, aber wir rüsten ihn nicht aus. Wir verstauen ihn nur. Die 12 verschiedenen Talare haben wir jetzt. So, Ben. Was hast du an Infos für mich? Was hast du gefunden? Hä? Hi, du bist wohl auch auf Expedition, oder? Dann kann ich dir ein Geheimnis verraten, so unter Abenteurern. Ist aber streng geheim, also nicht weitersagen. Okay. Nicht Hebel, Hebel, Hebel. Schreib dir das hinter die Ohren, wird dir sicher noch von Nutzen sein. Nicht Hebel, Hebel, Hebel. Der hat's auch nochmal wiederholt. Das ist bestimmt irgendein Code für ein Rätsel. Machen wir erstmal hier die Wege fertig. Schade. Ich komme nicht nach oben von hier aus. Ich habe 3 Spielscheine gerade bekommen. Das war wunderbar. Ich muss den Weg nochmal laufen. Toll. Freue ich mich. Tanja hat Level 11 erreicht. HP-Sauger gelernt. Sauge Lebensenergie eines Gegners ab und wandle sie in HP um. Jetzt hatte, glaube ich, beide Sauger, oder? Also Sunny kann sich selber heilen im Not. Will ich auf jeden Fall auch sehen. So, die haben beide haben jetzt auch Schmusewange gelernt. Jetzt brauche ich erstmal keinen beim Pferd lassen. Der Süßkrampikser für Sunny. Ich gucke erstmal, ob ich den gewinnen kann, ne? Weil dann kann ich mir eine Stange Geld sparen. Ich könnte ihn gewinnen. Ich versuche es noch einmal. Und es wird eine HP-Banane. Ja. Dann kriegst du deinen Piekser so. Ein wunderschöner, Süßkrampikser. Siehst du, du hattest so eine coole Waffe, dann kriegst du sowas. So, und ich muss noch einmal diesen Weg ablaufen. Das macht mich natürlich überglücklich. Aber ich würde jetzt gerne erstmal gucken. Hier ist ein Tor, ne? Liege ich richtig in der Annahme, dass ich 4 Juwelen brauche? Ja, ich brauche 4, weil ich habe ja Juwel D gerade eben erhalten. Eins habe ich ja gerade eben bekommen. Also ein Gesicht muss ich hier noch retten. Beziehungsweise das sind wahrscheinlich die beiden Abzocker, die auf einer Stelle sind. Nur ein paar Kratzer. Level 11 für Exos und für Paddel. Gesichtsschutz gelernt. Eine Geschichtsmasse schützt einen Freund vor Statusmalus. Also vor Anomalien wie zum Beispiel Gift oder irgendwas in der Art, ne? Beziehungsweise von dem Bein. Okay. Das klingt eigentlich ganz nice. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Oben oder unten? Ich gehe mal zuerst unten. Los geht's. Nicht so schnell. Ah, hier sind 3 Hebel. Da sind mehrere Hebel, genauer ansehen. Wie war die Kombi? Nicht Hebel, 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 ne? Hat der Bonden-Ben mir mein Rätsel verraten? Ja, der hat mir das Rätsel aufgeklärt. War eine schlaue Entscheidung, zu ihm zu gehen. Auch wenn Try and Error auch lustig gewesen wäre. Hätte ich auch mal einen Spaß dran gehabt. Die beiden putzen! Fantastische Arbeitsmoral. Exos hilft nicht wirklich. Ah, da unten ist eine Kiste. Ja, die hole ich nach meinem Macho-Cat-Suit. Oder wenn wir alle gerettet haben. Oh, zum Gasthaus, da waren wir doch gerade erst. Puppenpfeffer. Okay. Wir haben Pfeffer gefunden.
Oh Gott, für Exo so dunkel geworden. Er hat das Licht ausgemacht. Wo sind denn alle hin? Ich glaube, letztes Mal bin ich nach rechts gegangen, ne? Gehen wir mal nach links. Aua! Exo ist uns gegen Sunny gelaufen. Was machen wir alle da? Aber kein Beef. Läuft er im Dunkeln halt einfach gegen Sunny. Enge Freunde, helfen zwei gelernt. Öde Chance und Effekt der Werterhöhung für einen Freund. Einmal versuche ich's. Aber das sind die AP-Bananen wurden, war klar. Ja, dann kaufen wir den so. Kann ich mir auch gleich direkt die Kiste gönnen. In Blau. Wow, das sieht aus, als träge ich eine Windel. So, Puppenpfeffer. Unglaublich scharfer Snack, der morgens müde Helden weckt. Ich bin kein Fan von Pfeffer. Eigentlich. Dann kam das zustande. Mag Sunny Pfeffer? Nö. Ich könnte mich auch noch in Rot färben, dann würden wir alle von der Farbe her passen. Ich finde es nur doof, dass alle die gleiche Farbe von denen haben. Das sieht optisch nicht so toll aus. So, ich gönne mir Kiste vor dem Kampf da oben. Weil da ist höchstwahrscheinlich das Gesicht, was noch fehlt. Weil ich sah da jetzt keine weitere Abbiegung. 1500 Gold. Mir gefällt die Musik hier von der Pyramide auch richtig gut, ne? Nochmal 3 Spielscheine. Auf geht's, Leute. Hey, du hast ja ein neues Outfit. Sieht tot schick aus. Yep. Das Kompliment kam gut an. Danke, Exos. Danke, dass du meine fast gar nicht vorhandene Kleidung lobst. Eine Falle. Level 12 für Shining. Und wieder keinen Angriff dazu bekommen. Ich will einen Gruppenangriff. Ich will nur einen AOE-Treffer. Mumienkostüm. Oh, Sunny, das sieht cool aus. Das kriegst du in lila. Weil weder schwarz noch rot vorhanden ist. So, und ich denke mal, dass ich jetzt keinen von dem wirklich noch eine Kleidung kaufen kann. Eventuell noch Waffen. Ich will den Schildpatkatsu. Doch, ich will direkt die nächsten. Was wollen die anderen? Pade will ein Metallkittel, der richtig stylisch aussieht. Und er möchte einen Zyklopenpiekser, der sieht auch richtig cool aus. Spielhalle? Der Schildpad-Pet-Catsuit ist gerade in der Spielhalle und der kostet 1100. Ich verballer mal kurz alle meine Spieltickets. Ich darf ihn nicht haben. So, jetzt kriege ich ihn. Ich wechsle gleich noch die Farbe. Aber jetzt gönnen wir erstmal uns das richtig viele Geld. Das sollte jetzt erstmal wirklich reichen. So, jetzt machen wir meine Ausrüstung eben kurz noch blau. Weil so gehört sich das. So, und jetzt wollen alle natürlich Zeug haben. Ein Metallkittel für Paddel. Ist gekauft. So, und die gebe ich jetzt in schwarz. Weil ich will nicht hier eine ganze Truppe in derselben Farbe rumrennen haben. Und der Zyklopenpiekser. Der auch richtig cool aussieht. Passend zum Outfit. Verschiedene Kill. Nice. So, jetzt kommt wahrscheinlich hier dieses Betrügerpaar. Weil ich sah keine andere Abzweigung. Los! Auf! Ins! Abenteuer! Schön! Weitere Maßnahmen zur Steigerung der Moral scheinen mir nicht nötig. Ich fühle mich spitze. Die Moral anzufeuern hat geklappt.
Ist Exos etwas schlecht gelaunt? Nee, wir haben doch gerade die Motivation gesteigert. Nummer 580 Gold, was für ein Taschengeld. Ja, sage ich doch, das Betrügerpaar ist hier. Rabatta und Skonto irgendwas, ne? Skonto-Schild. Und Rabatta-Schwert. Die finde ich gut. So. Ich würde mal sagen... Ich mach mal einen Tatzenhieb auf Rabatta. Miau, pam. Er will wahrscheinlich angeben. Oh, das Schild beschützt das Schwert. Zumindest manchmal. Süßes Geflüster beim Schwert, ja. Ich will auf jeden Fall das Schwert, glaube ich, als erstes loswerden. Die greifen auch im Duo an. Also, die haben auch so Freundschaftsaktionen. Ich kratze eine Kralle erstmal aufs Konto-Schild. Ich sah jetzt mal kurz den Paddel, weil er echt wenig MP hat. Und dann gebe ich den Rest an Salz mal mir. Wieso? Ja, die haben Freundschaftsaktion. Exos Blick woanders hin. Vorsicht. Und kriegt trotzdem einen auf die Nase. Ich will nicht, dass sie AP-Bananen futtern. Kratzende Krallen. Das Rabatterschwert ist fast tot. Erster Beistand. Helfen 2. Oder das bessere Helfen endlich mal. Hat richtig viel Schaden gedrückt. Und das wird jetzt auch nochmal Schaden drücken. Das Schwert ist tot. Nur noch der Schild lebt. Dem ich jetzt aber auch die Nase gebe. Ja, einmal kratzen und kreien und das ist weg. Pam, pam. Schanke dünn. Hurra! Rabatta und Skonto wurden gerettet. Jetzt können sie die Wirtschaft weiter ruinieren. Schwärzer Schiene und das andere habe ich nicht mehr lesen können, weil ich zu schnell gedrückt habe. Hier geht's mal wieder nicht weiter. Ich glaube, wir haben uns verirrt. Plümperem. Höre mich an, oh Held Shining. Was? Paddel, ist mit dir alles in Ordnung? Eile zur Türe in dieser Riesenpyramide. Was um alles in der Welt? Du drehst gerade ein bisschen durch. Huch, was war das? Es hörte sich an, als würde ich von einer fremden Macht kontrolliert. Was? Aber vielleicht triffst du damit sogar den Nagel auf den Kopf. Wie meinst du das? In Pyramiden gibt es sicher lauter Geister, die gern von anderen Besitz ergreifen. Das sind ja tolle Aussichten. Schon wieder! Vergiss nicht die Türe. Finde diese und neue Pfade mögen sich öffnen. Geht der Geist auch noch aus Paddel raus? Aber ich habe so vom Prinzip her das Gebiet gleich, glaube ich, abgeschlossen. Okay. Ich will Stahl klauen. Die sind nice. Ich darf nochmal Schaden drücken. Miau. Ausrüsten. Jetzt hau ich den auf die Nase. Und unser Peter möchte einen Seidentaler. Der ist gekauft. Ich gebe dir Weiß. Weil das sieht richtig nice aus. Schwert-Sashimi. Tödliche Klingen kreieren Sashimi, für das man sterben könnte. Angriff und Tempo gehen dadurch hoch. Au. Au. Und Schickratzen. Fürs Kochen und zum Schutz im Kampf sind Schilde unverzichtbar. Darf das Sani haben. Wir mögen es alle nicht. Ja, und jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal zur Stadt zurück.
So, erstmal kriege ich die Sängerin ihr Gesicht zurück. Shadalalon! Ah, gleich viel besser! Dieses Gesicht hat mir gefehlt! Hier, das solltest du zum Dank haben! Juwel von jemandem, ah. So, und jetzt ihr beide. Sogar gleichzeitig. Papa! Rabatter! Mein Herr! Vielen Dank! Vielen, vielen Dank für deine Hilfe! Ausnahmsweise aber nur dieses Mal bekommst du was umsonst! Das letzte Juwel. So, und jetzt fehlt nur noch der Genie. Wir kriegen gleich einen Akadari-Boss. Auf das freue ich mich schon den ganzen Abend. Beziehungsweise die ganze Woche. Endlich mal Akadari eine auf die Mütze gegeben. Kommt mir bekannt vor. Die Eröffnungen. Aber wir wissen ja, was reingehört. Ja. Und das ist das Ende der Pyramide. Auf geht's. Wir müssen schnell Padde hinterher. Alle Stadtbewohner haben ihre Gesichter wieder zurück. Jetzt fehlt nur noch das Gesicht vom Lampengeist Akadari. Wir sind schon so tief ins Innere der Pyramide vorgedrungen. Da sind wir bestimmt schon ganz nah dran. Plümpeperüm. Oh, jetzt wird Sunny besessen. Mir war, was du begehrst, ist nicht mehr fern. Geht das wieder los? Ich gedenke doch nur, dich mit meinem Wissen zu erfreuen, oh Held. Nun gut, setze mal schon. Dann erfreue mich mit weiteren nützlichen Infos. Auch der dunkle Fürst ist ganz in der Nähe. Das war jetzt aber nicht sehr erfreulich. Ja, er wollte ja nur nützliche Infos geben, keine erfreulichen. Obwohl er eigentlich gesagt hat, er will sie uns damit erfreuen. Der dunkle Fürst mal wieder. Du schon wieder. Ich hatte ja auch all deine besonderen Kräfte genommen. Du bist wirklich mehr als aufdringlich. Ich raste aus. Na gut. Herbei, Maske des Königs in der vergangenen Zeit. Was mache ich hier? Dieses Wesen ist einer meiner mächtigsten Untergebenen. Los, mach sie fertig. Endlich ein Akadari-Boss. Er ist nach Osten geflohen. Und Pharao Akadari. Ja, so sehe ich Akadari. Die sind auch mein Pharao. Aber ich darf jetzt erstmal ordentlich ihm eine reindrücken. Du kriegst all mein Mana direkt zum Anfang ab. Miau. Jetzt kommt sich Insta-Killin. Wäre aber schon OP. Boah, das hat auf jeden Fall Schaden gedrückt. Okay, Augenblick. Erstmal noch ein bisschen Gift auf den Stab. Padde kriege ich auch noch das Pferd. Lang einmal ordentlich zu. Sunny piekst mich mal wieder. Er macht irgendwas. Ein Pharao, ein Fluch. Ich bin Pharao. Sunny, was machst du denn? Was ist denn das? Sunny ist zum Pharao geworden. Richtig nice. Und was macht dieser Fluch jetzt? Das würde mich stark interessieren. Ich nutze nicht nochmal das Pferd. Wie viel Leben hast du? Ich habe ihn halt die Hälfte weggebraten. Ich will jetzt meine Krallen. Okay, Augenblick. Und wieder ein bisschen Zunder drauf. Impuls. Ich bin Pharao. Wenn ihr mir gestattet wollt. Er hat ihm eine HP-Banane gegeben, Sunny. Hör auf, dem Boss zu helfen. Geh in die Ruhezone. Action Blick woanders hin. Vorsicht! Er wurde zwar gewarnt, aber der ihn gewarnt hat, wurde dafür verprügelt. So, jetzt kratze ich dich. Oh! 100 Schaden. Und Padde wird geheilt. Dankeschön. Ich will von mir angeben.
Sunny ist geheilt, der hat nicht mehr den Fluch auf sich. Aber da verdient Exos jetzt. Mein Priester ist zum Pharao geworden. Wo tut es denn weh, Sunny? Mietz, ich möchte mal bei Padde, weil der langsam an die MP-Grenzen geht. Miau! So, und Exos Fluch wurde gelöst. Komm zurück. Sie ist geflüstert beim Pharao. Oh. Richtig nicer Boss. Nach den kratzenden Krallen sofort der MP, der HP-Streuer. Und dann salze ich alle nochmal voll. Ey, solange ich den habe, nutze ich den auch. Weil ich kann den MP nur über Mizimizin herstellen. Nein, ich bin zum Pharao geworden! Aber ich wurde instant vom Fluch befreit. Mich kannst du nicht konvertieren, lieber Pharao. Der Pharao ist tot! Wir haben den Pharao enthauptet. Das war's mit dem Lappengeist. 350 Bonuserfahrung. Da krieg ich mal Tani. Und die Herrschersuppe. Gut gemacht, Sunny. Axolotl! Hey, lass ich... Ich bin Axolotl, der Wanderfotograf. Merkst du das Fotokong, das ich vorhin gemacht habe? Sunny als Pharao. Wann hast du denn das Foto gemacht? Ja, bitte! Das hätte ich gern. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Danke, dass du davon auch noch ein Foto gemacht hast. Ich bin Pharao. MP-Streuer besser. MP-Streuer verbessert. Ja. Ich muss mal mehr von diesen Bonbons und HP-Bananen futtern. Auch wenn er es gerade dem Boss dadurch nicht so gut geholfen hat. Er hat sich halt einmal hochgehalten daran. Ein Start mit Juwel. Wird nicht gegönnt. Tut mir leid. Ich weiß nicht mal, für wen der ist. Endlich haben wir Akadari gerettet. Dafür wird Yannick mir später dankbar sein. Na? Wie geht's euch allen so? Ich hoffe, Ben taucht jetzt öfter auf. Weil in der Pyramide war er ja auch. Der Lampengeist wurde gerettet. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Der Geist ist wieder zurück im Spiel. Und das verdankt die Welt nur dir. Ach, keine Ursache. Aber im Ernst, wer stiert schon Gesichter? Sowas wäre ja nicht mal ich gekommen. Aber nur unter uns. Ich habe viel nachgedacht darüber, was ich den Leuten angetan habe. Jetzt weiß ich, wie man sich fühlt, wenn man etwas Wichtiges verliert. Jetzt habe ich einen Schluss gefasst. Ich will nicht mehr stehlen. Ab sofort lebe ich ein braves und aufrechtes Leben. Viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Euch allen vielen Dank. Alle gestohlenen Gesichter wurden gerettet. Ich kriege vom Flaschengeist jetzt nichts dafür. Okay, er ist im Osten. Er wird hier nicht mehr zur Last fallen. Wir haben das Gebiet, glaube ich, gleich abgeschlossen. Er ist immer noch König Dave, beziehungsweise König Rafe. Auch immer noch diese doofen Felsbrocken. Das übernehme ich. Hier soll ein Problem sein, Pustekuchen. Er hat es einfach weggeblasen. Akadari hat die Felsen weggeblasen. Bitteschön, danke. Danke, Yannick. Ich will nicht mehr. Da steht schon wieder Sans. Puh. Nach einem Kampf bin ich immer ganz durchgeschwitzt.
Ich auch. Ein tolles Gefühl, nicht wahr? Nö. Ich liebe es, durchgeschützt zu sein, hallo? Kann ich mir den Gang zum Schwimmbad sparen, wenn ich lang genug schwitze? Du hast einen Brief schon wieder erhalten. Oh, von Ben, der hat mir 3 Ausflugstickets geschickt. Hey, du, da hör mir mal kurz zu. Wir können immer weiterspielen. Ich dachte, ich war quizfähig. Wer ist das Original? Ja, ich bin im Teil. Kannst du das Original erkennen? Legen wir los. Wer ist Shining? Der, bei dem nicht das Gesicht kaputt ist? Ich werde mich ja wohl selbst erkennen. Wer ist Exos? Der mit der Nase. Nur die Nase war der Unterschied tatsächlich hier diesmal. Frage 3. Wer ist Padde? Der dünne Kleine. Ich habe nur einen von denen, der dick ist. Glückwunsch! Du hast mich glatt geschlagen. 3 Spielscheine. Oh, ich habe Spielscheine geschenkt bekommen. Auch mal was Neues. Und da oben wartet der König auf mich. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zum König. Der ist bestimmt eine Fata Morgana, oder? Ist doch unlogisch, dass er auf einmal hier ist. Ah! Meine Wasserflasche ist leer. Wer von euch hat mein Wasser gemopst? Was? Ich war's nicht. Ich auch nicht. Hm? Oh, stimmt. Ich hab's ja gestern leer getrunken. Ey, du Flasche! Ja, das klingt nach mir. Das ist 1:1 richtig so. Ich büste nebenan. Wir gehen jetzt zum König. Auf ein königliches Gelage. Oh, Exos will den Stab mit Juwel. Also war der Stab für ihn. Ja, dann schwimmen wir einmal drum. Wir haben ihn sogar zur Auswahl. Ich will jetzt einfach allein deswegen schon versuchen, weil er was wert wäre. So, aber natürlich kriegt Exos seinen Stab zuallererst. Ich denke mal, das ist das letzte Upgrade, was ich hier auch kriege in der Ebene. Und wir versuchen es nochmal einfach fürs Geld. Aber es wird eine AP-Banane. Ja. Dann gehen wir mal zum König. Hm? Der ist echt hier? Boah, ich liebe sein Theme, ne? Dieses Bom-Bom. Bom-Bom. Jum-Jum-Jum. Ach, du bist es. Hä? Du siehst sehr hungrig aus. Zum Glück haben wir noch einen kleinen Notvorrat. Ich habe Königsfleisch erhalten. Wenn du nicht alles schaffst, sag Bescheid. Danke, Dave. Ich habe das Gefühl, dass meine Freunde gleich entführt werden. Ich weiß nicht warum. Weil es sieht sehr stark danach aus, dass wir das Gebiet gleich fertig haben. Und jedes Mal, beziehungsweise beim letzten Mal, als ich knapp vorm Ende des Gebiets war, also endlich weiter durfte, wurden meine Freunde entführt. Und es wurde auch dunkel. Zeit zum Grillen. Ich habe einen Pilz gefunden. Ja, den kannst du selber essen. Also wirklich, wenn du hier schon mit einem Pilz ankommst, bevor das ein Giftpilz ist, futter den selber. Endlich haben wir die Wüste nebenan hinter uns gebracht. Ja, ich glaube, das Gebiet hier ist zu Ende. Die werden jetzt höchstwahrscheinlich entführt. Ich tippe nur drauf, ich weiß es nicht. Endlich haben wir die Wüste nebenan hinter uns gebracht. Wir haben dort ja echt einiges erlebt, was? Da war der Lampengeist Akadari, die seltsame Stimme in der Riesenpyramide. Tja, unser Team schreckt nun mal von nichts zurück. Wir schaffen alles. Wohl wahr, aber vor uns liegen bestimmt noch größere Gefahren. Echt jetzt? Och nö. Können wir nicht noch ein bisschen noch hier rumgammeln?
Ich bin enttäuscht von dir, Padde. Heute Nacht haben wir uns jemand eine gute Mütze Schlaf verdient. Hurra! Nein, ich wusste es. Lass die Dullis hier, bitte. Ich will sie behalten. Nein. Er hat meine Dullis mitgenommen. Huch, wo sind denn die anderen? Hat der dunkle Fürst hier etwa schon wieder? Scharf sind nicht kombiniert. Der dunkle Fürst Sol hat in der Nacht zugeschlagen. Vielleicht warst du nach deinen letzten Erfolgen zu entspannt? Der dunkle Fürst hat nur noch mehr deiner Freundin in seiner Gewalt. Dann sollte ich mich wohl auf die Socken machen. Nein, nicht schon wieder. Deine Klasse und deine Kräfte sind auch wieder futsch. Das kann doch nicht wahr sein. Da hilft nur, dass ich dir eine neue Klasse spendiere. Sei nicht schüchtern, wähle aus, was dir gefällt. Es sind auch brandneue Klassen dabei. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.